Ich zeige euch heute mal, was ich so als Recherche nehme für eine Podcast-Folge. Dazu ist zu sagen, keine Folge ist wie die andere. Man braucht schon hin und wieder unterschiedliche Literatur für das jeweilige Thema. Ein Grundtenor ist jedoch immer, so ein Übersichtswerk zu haben. Da nehme ich gerne das hier: Köln im Hochmittelalter, bitte Autofokus, greife das von Karl Dietmann, Hugo Stehkämper. Das ist wirklich ein Buch, was umfassend Chronologie, aber auch gewisse Themen wie Wirtschaft, Politik und so weiter behandelt. Zu dem Thema selbst an sich, wir haben ja den Anno den Zweiten als nächstes Thema. Das ist eine Doktorarbeit von Herrn Jenal, sein Vornamen habe ich gerade leider vergessen. Er hat die zwar vor 50 Jahren geschrieben, aber seine Doktorarbeit über Anno den Zweiten und seine Reichspolitik, die ist eigentlich immer noch ziemlich gut und umfassend. Kriegt man aber inzwischen entweder noch in der jeweiligen Unibibliothek oder im Antiquariat, wie ich. Und ich habe dafür, frag nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe, Antiquariat. Das war schon echt unverschämt eigentlich. Ich bin halt kein Student mehr. Ich kann nicht mehr auf die Unibibliotheken zugreifen. Generell für jede Folge greife ich gerne auf diese Bücher zurück. Das ist einmal ein Personenlexikon mit Kölnerinnen und Kölnern und auch ein Sachlexikon zurück, wo dann eben einzelne Begriffe erklärt werden, wenn ich mal wieder vergessen habe, was ist eigentlich ein Ministerialer? Wann wurde der Neumarkt angelegt? Kann ich einfach schnell hier reinschauen. Anno der Zweite ist natürlich ein Bischof und damit auch Stadtherr von Köln, jedenfalls für seine Zeit im 11. Jahrhundert, in dem wir uns befinden. Deshalb ist es auch immer gut, so Übersichtswerke zu haben, wo die Kölner Bischöfe, da habe ich einmal das Buch hier und auch das Buch erklärt eigentlich ziemlich einfach und umfassend darüber, wie die jeweiligen Erzbischöfe waren. Was ich natürlich auch liebe, ist, immer wieder mal Sagen und Mythen einzustreuen. Das peppt die Folgen mal auf und zeigt auch viel über das Selbstverständnis der Stadt. Da ist natürlich der Klassiker von Goswin Peter Garff zu nennen, den ich schon oft zitiert habe als Quelle in meinen Folgen. Kölner Sagen, ach, da findet ihr alles, bis hin zum Dombaumeister, der eine Wette mit dem Teufel eingeht. So Bücher aus dem Antiquariat, keine Ahnung, ob die noch wissenschaftlich auf ihrer Höhe ihrer Zeit sind. Aber es ist immer gut, weil die schreiben die Ereignisse oft immer noch mal in einfachen Sätzen. Ähnlich geht es auch mit diesem Buch hier. Das ist auch schon ein bisschen Jahre gekommen. Ein Buch über die Geschichte des Erzbistums Kölns. Der Autofokus will heute echt nicht. Ja, das ist bestimmt auch schon einigermaßen die Jahre gekommen, aber hat wirklich Quellen, Bilder und so alles, die sind ja da. Und auch Zeichnungen, Veranschaulichungen, Rekonstruktion, das möchte ich nicht missen. Also mal Erzbischof Bruno in so einer Darstellung, die es gar nicht mehr gibt, weil die im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen ist. Dann hilft es auch immer, Quellen zu haben, historische Quellen, falls es sie überhaupt gibt. Das Gute ist, zu Anno gibt es zum Glück Quellen und ich habe da nicht die Zeit, in Archive zu gehen, monatelang für ein einzelnes Thema. Das gibt der Aufnahmezyklus des Podcasts nicht her. Aber deshalb freue ich mich, dass der Förderverein Geschichte in Köln mal vor Jahren so Quelleneditionen zur Kölner Stadtgeschichte rausgebracht hat. Nicht nur, dass die Quellen dort abgebildet sind, dann oft in der Originalsprache, meistens in der Zeit Latein, und dann auch auf Deutsch übersetzt und auch immer von einem Experten oder einer Expertin interpretiert und analysiert natürlich. Also hier sehen wir zum Beispiel hier, wenn der Autofokus so will, einmal Lateinisch auf der einen Seite und dann Deutsch auf der anderen. Ist ganz nett. Sind sehr, sehr schwer zu kriegen, diese Bücher. Also die habe ich auch eigentlich nur im Antiquariat gefunden. In der Stadtbibliothek Köln gibt es sie zum Glück auch noch oft. Und das hier ist meine neueste Erwerbung, weil bald komme ich ja auch ins Spät, also was heißt bald, aber irgendwann ins Spätmittelalter kommen. Das ist schon mal gut, sich so das Büchlein zu sichern. Natürlich auch im Antiquariat. Tja, und damit haben wir eine kleine Übersicht, was ich so alles lese. Natürlich nicht komplett, aber Auszüge davon. Ja, was man für so eine Folge braucht. Und das ist mein Programm alle 3 Wochen.